Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Robin Dubasida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht und an der ich noch partizipieren kann und teilhabe, die festzuhalten und zu dokumentieren. Und ich beobachte auch, wie ich mich selber dabei verändere. Und das halte ich fest, in diesem Sinne bin ich also auch so ein wenig Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Abbau und den eigenen Verfall im Alter sozusagen festhält und dann auch selber beobachtet. Das geschieht hier meistens in 5 Hauptpunkten. Meine geheime Struktur, also Thema OnLife, Thema Gesundheit, Thema Ernährung, Thema Lektüre und Thema Medien. Beginnen wir mit dem Thema OnLife. Gestern habe ich also 7 Videos gemacht, 7 Stück. Einmal Sudoku, ein Wortspiel, ein Tageswort und dann nochmal 4 ETS-Videos. ETS steht für Euro Truck Simulator. Das ist das Lieblingsspiel, das ich hier momentan praktiziere. Ja, die Veränderung, die hier stattfindet, scheint eine Veränderung zum Gamer zu sein, also zum Homo Ludens sozusagen. Spät im Alter, weil das ist bisher vielleicht etwas zu kurz gekommen in meinem Leben und von daher habe ich da jetzt ein gewisses Nachholbedürfnis oder vielleicht ist das auch durch die Zeitumstände und so bedingt, dass man halt im Alter mehr Zeit hat und die Frage ist, was macht man immer mit der Zeit und dann kann man natürlich in der Zeit jetzt Hassmails schreiben oder man kann irgendwie versuchen, sich abzulenken, irgendwie spielen und dann auch noch Freunde finden. Ja. Das zum Thema OnLife. Beim Thema OnLife bin ich jetzt bei ungefähr 122 Videos bisher im März. Übrigens, heute ist der 20.03.2020 und wir haben jetzt 7:15. Ja, ich habe gut geschlafen von 23 Uhr gestern bis heute 7. Heute könnte eventuell schon ein Paket kommen. Ich habe ein Paket bei Amazon bestellt. Aber die haben ich habe 6 bei Amazon bestellt und da bekomme ich jetzt 5 Pakete an 3 verschiedenen Tagen oder so. So ähnlich. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch an 4 verschiedenen Tagen und das schauen wir mal. Weil jetzt durch die Corona-Krise ist alles ein bisschen durcheinander gekommen und ja. Ja, die Corona-Krise habe ich jetzt gestern gar nicht mehr verfolgt. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen Abstand von der Sache gewinnen. Damit sind wir jetzt auch schon beim Thema Gesundheit. Der zweite Punkt. Die Beine gehen dagegen heute. Es zwickt und zwackt zwar. Ich habe einen Schluck auf und so, aber das geht so. Und von Corona, Gott sei Dank, keine Spur hier, weit und breit. Und von den ganzen Experten, die ich jetzt da höre, ist der Wodak, ist der Dr. Wolfgang Wodak, derjenige, dem ich am meisten Glauben schenke. Vielleicht deswegen, weil er das richtige Parteibuch hat, vielleicht deswegen, weil er bei Transparenz und so war, vielleicht auch,
weil er ein Fachmann ist, sich mit der Sache auskennt. Jedenfalls die Panikmacher da, der Drosten und der Wieder, die sich ja gegenseitig versuchen zu toppen und jeden Tag eine neue Kuh durchs Dorf treiben, jeden Tag neue Horrorzahlen präsentieren. Ja, die letzte Zahl war jetzt 10 Millionen Tote, wenn wir nicht brav sind, wenn wir nicht das tun, was die Virologen sagen. Dann ja, und da quasi auch alle schlucken und zuschauen, wie die Wirtschaft an die Wand fährt. Ich kann gar nicht glauben, dass meine Gesellschaft, in der ich hier lebe, dass die jetzt so auf den Mainstream ausgerichtet ist, dass die kollektiv da in den Abgrund stürzen sich. Kollektiv. Und voran läuft dann ein Kaiser, der keine Kleider anhat. Und keiner sagt dem Kaiser, jetzt hier, du hast keine Kleider an, du läufst in die verkehrte Richtung. Nö, die lassen den laufen. Und laufen hinterher. Ich meine, ich habe jetzt auch keine Satelliten, ich habe jetzt auch keine vertieften Spezialkenntnisse und so. Ja, was spricht für meinen Standpunkt? Eigentlich nicht. Die Quantität spricht ja für den Mainstream. Und der Befund auch, dass man jetzt da angeblich einen neuen Virus hat, der da angeblich tödlich sei. Und da kommt auch eine neue Horrorzahl aus. Wenn nicht aus Deutschland, dann eben aus Italien oder aus Frankreich. Überall Panik. Lediglich Großbritannien versucht, die Fassung zu halten. Ja, also, so viel mal dazu. Thema Nummer 3, Ernährung. Smoothie habe ich heute schon gemacht. Und Nachschub an Dattelpasta habe ich auch schon bestellt. Die könnte heute oder morgen eintreffen. Ich habe zwar noch ein Paket auf Reserve, aber ich schaue dann immer, dass ich dann da, dass die Reserve groß genug wird. Wenn die Reserve sozusagen zur Neige geht, dann kaufe ich ständig wieder einen neuen Packen. Ja, jetzt habe ich also wieder 8-mal Dattelpaste gekauft. Ist zwar nicht meine Lieblingspaste, die kommt von Date Crown, aber nehmen wir halt die andere. Ja. Dritter Punkt, Lektüre. Ja, ein vierter Punkt ist das ja, Lektüre. Ich lese ja immer noch bei Simone de Beauvoir über das Alter. Und da bin ich jetzt die letzten Tage gar nicht zugekommen. Und auch gestern habe ich dann nichts gelesen. Ja, gestern hatte sich ja das Problem ergeben, dass mein Akku beim Tablet, das auf einmal komplett entladen war. Dann hatte ich Befürchtungen, dass das Tablet vielleicht kaputt geht, dass der Akku ausgefallen sei, dass mein Netzteil kaputt ist und so. Aber gestern habe ich wieder aufladen können. Ich habe jetzt schon ein neues Netzteil bestellt und dann schauen wir mal, wie das damit wird.
dass wir dann vielleicht doch noch keine neue Anschaffung brauchen. Also Tablet ist ja schön ausgesucht. Vielleicht Samsung diesmal. Ja. Punkt Nummer 5, Medien. Ja, Medien, also gestern habe ich mal wieder einen Nachrichtenpausetag eingelegt. Gestern habe ich keine Nachrichten gehört. War keine Absicht, das hat sich einfach so ergeben. Ich war gerade beschäftigt, ich wollte das zwar mir anschauen, ich saß da schon hier, aber dann habe ich mich ablenken lassen. Und als ich dann wieder bewusst war, dass sie die Nachricht gekommen, da waren die schon vorbei. Also so habe ich gestern gar nicht passiert, was es wieder an neuen Chaosmeldungen gibt. Ich denke, ich habe dann nichts verpasst. Hier, das letzte war die Ansprache der Bundeskanzlerin. Und davor wurde der Katastrophenschutz ausgerufen in Bayern. Ja. Also Medien habe ich keine Nachrichten gesehen, aber gestern habe ich einen Film gesehen. Eine neue Serie angefangen auf Netflix. Die nennt sich der Valhalla-Mörder oder so ähnlich, ja. Eine Serie, ich habe 8 oder 10 Teile. Davon habe ich gestern 3 Teile gesehen oder 4 Teile gesehen. Und da kommen wir jetzt die nächsten Tage, werde ich die weiteren sehen. Ein Krimi, ja. Aber im Fernsehen habe ich gestern keins angemacht. Und da gestern habe ich halt nur ETS gemacht. Bei ETS habe ich ja mein Unternehmerprofil Klaus, das ich da konstituiere, das ich da etabliert habe. Der hat also jetzt Leute eingestellt. Also nicht Leute, sondern eine Person hat eingestellt, eine Frau, MAW. Und hat für die auch noch einen LKW gekauft. Und einen Garagenplatz. Ja, und die sollte also gestern anfangen. Die kam erstmal nicht. Und sie kam, war da, aber hat nicht gearbeitet. Ich bin jetzt nicht so ungeduldig, aber ich möchte natürlich schon sehen, wie das ja funktioniert mit den Arbeitern. Die arbeitet dann gleich, keine Lust hat oder gleich anfängt zu arbeiten oder nicht und was er macht. Und wie das da funktioniert mit dem Einarbeiten und so und mit dem selbstständig Arbeiten. Also sie hat jetzt einen LKW und theoretisch sollte sie eigentlich mit dem LKW jetzt schon unterwegs sein. Jedenfalls habe ich jetzt durch diese Sache 7.000 Euro pro Tag, die ich abarbeiten muss, damit ich den LKW bezahlt bekomme. Ich habe also nochmal 150.000 aufgenommen und jetzt habe ich 7.500 pro Tag abzuleisten. Das heißt, ich muss eine Tour machen pro Tag, damit ich die Zinsen abbezahlt bekomme. Ich habe auch nicht viel Geld auf dem Konto momentan, aber ich hoffe, dass die Situation sich bessern wird.
dass also sozusagen die Fahrer dann selber arbeiten und Geld einbringen. Ja, also in diesem Sinne entwickeln die Profile sich in dem Spiel ganz gut. Jetzt schwirrt mir im Kopf herum, dass ich vielleicht noch die Erweiterung da mit der Baltic Sea, mit Estland, Lettland und so weiter und Russland, vielleicht Petersburg noch und dann Finnland vor allen Dingen auch, dass die auch noch mehr hole und dann da vielleicht die Touren auch noch da anfahre, ausfahre. Und dann muss ich lernen vielleicht auch, dass der Klaus, wenn der jetzt auf Achse ist, der muss ja jetzt nicht immer da in Stuttgart sein. Der kann ja auch von unterwegs da sein Management da betreiben. Dass er also vielleicht mit seinem Anhänger da losfährt durch Europa. Sozusagen auf Tour geht durch die Länder und dann sieht, was er da bekommen kann. Vielleicht auch gar nichts an Touren und das ist dann auf diese Weise als Unternehmer die Welt erkundet. Ja, bei den Anhängern bin ich also jetzt auch schon durchgestiegen. Es gibt welche mit zwei Achsen und mit drei Achsen und die drei Achsen, die haben dann meistens eine Liftachse und dann gibt es eine Tagliftachse und noch was anderes und so. Das heißt also, dass dann immer so ein Rad kann angehoben werden für schwere Touren. Und da kenne ich vorne meine Zugmaschine, die kann ich jetzt auch mit sechs Rädern ausstatten. Also ein Anhänger mit drei Achsen hinten, der kostet also 40.000, 50.000. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht einen Anhänger den meinen Leuten dazuweisen kann, aber das klappt nicht, glaube ich. Ja, so viel mal dazu. Das war sie ja schon wieder. Okay Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, lasst den Kopf nicht hängen und durchhalten. Schön gesund bleiben vor allen Dingen auch. Und nicht vom Coronavirus irre machen lassen. Okay, das war's.